Guten Morgen zusammen. Heute wollen wir über mehrdimensionale Integration reden. Dazu herzlich willkommen wie immer. Hier in Rosa und zu Hause im Bildschirm und auch wieder zugeschaltet. Die heutige Anleitung hatte schon eine ganze Reihe Beispiele mit Fragen, Zwischenfragen zu Beispielen. Ich glaube, es lohnt sich vor allem, dass wir die, die ich schon als Zwischenfragen an Sie formuliert habe, dass wir die durchgehen. Ich habe auch schon gesehen, hier auf der Chatwall gab es hier schon Antwortvorschläge für eine der letzten Fragen. Sonst waren sich auch nicht alle einig, was da rauskommt. Also das sollten wir auf jeden Fall gemeinsam klären, wie das so funktioniert. Und Sie packen mir bitte wie immer entweder, wenn Sie Lust haben, anonym hier alles, was Sie noch zusätzlich interessiert, auf die Chatwall. Dann haben wir wirklich durch den Feedback-Link stehen. Und ich habe auch gleich auf Feedback ein paar Quizze gestartet. Nochmal zum Begriff. Steigen wir mal direkt ein. Wir lernen heute als erstes über sogenannte Normalgebiete zu integrieren. Und bei so einem Normalgebiet, wir haben noch unterschieden, Normalgebiet bezüglich x oder y oder irgendeiner Achse. Wir haben gesagt, irgendwas ist ein Normalgebiet bezüglich x, wenn wir das angeben können mit festen x-Grenzen und dann vielleicht zum Beispiel die y-Grenzen abhängig sind von der jeweiligen x-Stelle. Also wir sagen irgendwie, wir integrieren in x-Richtung von 3 bis 7, in der y-Richtung integrieren wir von f von x bis g von x immer, je nachdem, an welcher x-Stelle wir gerade sind. Sowas nennen wir ein Normalgebiet. Und jetzt ist meine erste Frage, können Sie mal die Antworten einloggen auf der Feedback-Seite im Quizbereich. Sind diese Gebiete, die ich Ihnen hier gemalt habe, das blaue Gebiet B, das rosane Gebiet F, das orange Gebiet R, sind das solche Normalgebiete, habe ich Normalbereiche, ne? Oder sind sie das nicht? Normalbereiche. Mit Gebiet impliziert mir immer noch irgendwie so eine Aussage über Rand mit dabei oder nicht, aber darum geht es uns jetzt gerade gar nicht. Es geht uns darum, können wir die so parametrisieren, dass wir in der einen Richtung feste Grenzen angeben und dann in der anderen Richtung was abhängig davon. Und in solchen Fällen, wenn wir das können, dann haben wir Integrale über solche Bereiche dann definiert, indem wir iteriert integrieren. Also wir haben dann das mehrfache Integral zurückgeführt auf ein eindimensionales Integral. Mehrere eindimensionale Integrale hintereinander. Und damit wir die überhaupt hinschreiben können, brauchen wir eben diese Normalbereichseigenschaft. Vielleicht haben wir auch schon gesehen, gucken wir uns nachher auch noch an, wenn das Normalbereich sowohl bezüglich x als auch bezüglich y ist, dann kann ich dieses mehrdimensionale Integral unterschiedlich hinschreiben und dann sieht es auf den ersten Blick auch sehr unterschiedlich aus. Lohnt sich ein Blick in die Skizze und wie das wirklich aussieht, um zu sehen, ob es das gleiche ist oder zweimal das gleiche Integral hingeschrieben hat oder nicht. Okay, wie viele Antworten haben wir? Wir sind noch zögerlich. Also Normalbereich bezüglich x, nur bezüglich x oder nur bezüglich y oder bezüglich beidem. Oder weder noch vorkommt, kann tatsächlich alles. Also wenn wir das, keine von diesen Antwortoptionen ist von vornherein ausgeschlossen. Natürlich ist immer nur eine richtig für die Sachen, die ich hier skizziert habe. Aber wenn Sie gerade noch überlegen, so oder so, ist der Begriff, also ist klar, wonach ich frage, der Begriff Normalbereich,
Lösen wir mal auf. Im Moment gibt es hier beim ersten Quiz, beim Bereich B, diese eingeschnürten Ding da, so ein bisschen hantelförmig oder was das aussieht. Die meisten sind dafür, dass das ein Normalbereich nur bezüglich x ist. Manche sagen nur bezüglich y. Einige sagen weder noch. Beides findet niemand, obwohl es Stimmen für beides gab. Also wenn die sich zusammentun, die bezüglich x und die bezüglich y, könnten wir das hinkriegen. Also ich bin für nur bezüglich x. Jetzt gucken wir uns so an. Es gibt hier so einen, links, einen Punkt, der am weitesten links ist in diesem Bereich. Ah ja, ich muss dann umstellen, wenn ich male. Dann wähle ich noch Stifte aus, aber vielen Dank. Jetzt habe ich eine Sanduhr. Schön. Also der Punkt, der am weitesten links ist, ist vielleicht der hier, oder so. Und am weitesten rechts haben wir vielleicht hier so einen Punkt. Das heißt, wir könnten hier sagen, wir integrieren von A bis B in x-Richtung. Und dann müssen wir, je nachdem, an welcher Stelle wir gerade sind, also wir laufen jetzt hier von, auf der x-Achse hier entlang von A bis B. Und wenn wir gerade hier sind, dann integrieren wir eben y-Richtung von hier bis hier. Wenn wir gerade hier sind, integrieren wir y-Richtung von hier bis hier. Das ist so ein bisschen wie bei unseren Doppelsummen. Da haben wir auch mal so Bildchen gemalt, oder welche Paare, Indexpaare in Doppelsummen integrieren wir, summieren wir denn? Und wenn wir dann, da haben wir das auch manchmal so hingekriegt, dass wir feste Grenzen für den einen Summationsindex hatten und dann aber für die innere Summe, da hingen die dann davon ab, was wir bei welchem Index wir gerade sind. Und wenn wir das umgedreht haben, dann sahen die Formeln anders aus, wenn man wieder über den gleichen Bereich gehen will. Also so läuft es hier auch. Das heißt, irgendwie stimmt der Rechner heute. Spaß. Okay. Also jetzt müssen wir, sagen wir gehen in x-Richtung von A bis B, und wo integrieren wir? In y-Richtung würden wir die Erfahrung noch kriegen. Können wir vielleicht sagen, das hier unten, diese Begrenzungslinie hier, das ist doch irgendwie eine Graph einer Funktion, das nennen wir jetzt irgendwie phi 1, die Funktion, und das ist der Graph davon, und das hier oben, das ist dann vielleicht phi 2. Dann könnten wir sagen, dieser Bereich B hier, das sind alle xy in A2 mit der Eigenschaft, x liegt zwischen A und B und y liegt immer zwischen phi 1 von x und phi 2 von x. Und damit ist es ein Normalbereich bezüglich x. Umgekehrt wird es nicht klappen, und das ist ein Normalbereich bezüglich y machen würden, dann würde man vielleicht irgendwie sagen, ja, hier ist irgendwie der größte Wert und hier ist der kleinste, vielleicht ist das sogar hier drüben jeweils der gleiche oder so. Aber dann kann ich nicht eine untere Grenze
für die x-Integration angeben. Ich muss ja hier mein, hier ein Stückchen gehen und dann hier nochmal ein Stückchen. Und hier zwischendrin wäre es irgendwie leer. Also solche Dellen hier, solche Einbuchtungen sind ein Problem. Ich kann da nicht jetzt eine obere Grenze für die x-Integration und eine untere Grenze für die x-x-Integration angeben, wenn ich feste y-Grenzen wählen möchte. Also das wird nicht funktionieren mit festen y-Grenzen, also nicht, nicht Normalbereich bezüglich y. Das heißt, ich schließe mich hier der Mehrheitsmeinung an. Gibt es dazu Fragen, Bemerkungen? Okay. Also, wir können über den blauen Bereich integrieren, aber wir sollten erst das y-Integral machen und dann außen als äußeres Integral das x-Integral. Wie sieht es mit dem pinken Bereich f aus? Ist das ein Normalbereich? Bezüglich x, bezüglich y, vielleicht bezüglich beidem oder weder noch? Was meinen Sie? Wenn Sie Bemerkungen dazu haben, dann melden Sie sich einfach oder fragen oder schreiben Sie es hier irgendwo hin. Ganz wie Sie wollen. Mag jemand für irgendwas argumentieren? Es gibt einen knappen Vorsprung für bezüglich y, aber weder noch hat auch Stimmen. Ja? Wenn es gleich machen wieder vor, wenn es keine von der y-Seite kommt, dann könnten wir durchgängig, ohne sich irgendwie am Anfang ins Mende gehen. Das heißt, wenn wir schon bei y, wenn wir von x ausgehen, dann haben wir jetzt bei diesem Zacken halt das Problem für das. Also der Rechner macht mich halt fertig. Das ist das, was Sie gesagt haben. Hier müssen wir springen. Ne? Hier haben wir wieder so ein Loch drin. In dem Bereich dagegen, wenn wir sagen, es gibt hier irgendwo einen kleinsten Wert in der y-Richtung und einen größten Wert in der y-Richtung, dann haben wir da feste y-Grenzen. Und dann können wir auch sagen, gut, dann x integrieren wir von hier bis hier immer. Das könnte ja die grüne und die gelbe Linie, das wären wieder Graphen, die wären wieder Graph einer Funktion jeweils, Funktion als von der Variable y abhängig. So würde das wunderbar funktionieren. Das heißt, hier haben wir einen Normalbereich bezüglich y, aber nicht bezüglich x, gerade umgekehrt. Es liegt eben daran, dass wir hier diese Delle in der Richtung hatten und hier haben wir diese Delle in der Richtung, die uns jetzt, also diese Delle hier, die verhindert, dass das ein Normalbereich in x bezüglich x wird, und diese Delle hier, die verhinderte, dass das ein Normalbereich bezüglich y wird. Hier war das gerade umgekehrt. Und wie ist es dann mit dem letzten, mit dem r? Ist das auch ein Normalbereich bezüglich x oder bezüglich y oder beiden oder weder noch? Okay, ich sehe, es funktioniert mit Blick auf die Chatwall. Jetzt sind Sie sich fast alle einig, dass das sowohl bezüglich x als auch bezüglich y ein Normalbereich ist. Ne? Wenn wir es bezüglich x machen wollen, gehen wir von hier bis hier und dann haben wir hier so eine untere Grenze und eine obere Grenze.
alles wunderschön. Wenn wir es bezüglich y machen wollen, gehen wir von hier bis hier und dann haben wir hier eine untere x-Grenze und eine obere x-Grenze. Also da funktioniert das beides für so ein konvexes Gebiet hier. Gut, das sind die Sachen, über die wir leicht integrieren können. Und im nächsten Schritt wollen wir das vielleicht mal irgendwie dann wirklich ausführen. Und solche Grenzen angeben. Er kennt sich mit Windows aus. Mein Rechner hat kein Windows, aber das ist ja der Wahnsinn. Jetzt hat er eine Seite eingefügt, ohne dass ich das gemacht habe. Wo stehst du? So, jetzt habe ich das, was ich wollte. Also, da habe ich dieses Bildchen hier mal angegeben. Das ist ein Normalbereich bezüglich x und bezüglich y. Und dann habe ich sie gefragt, wie könnten wir jetzt ein Integral über diesen Bereich b hier schreiben? Also, wir könnten sagen, das ist ein Integral in x-Richtung von irgendwo hin bis irgendwo hin, y-Richtung von irgendwo hin bis irgendwo hin. Wir könnten das einmal so machen. Jetzt mache ich es vielleicht links und rechts, genauso wie auf dem Blatt. Ich meine, y dx habe ich da geschrieben. Also irgendeinen Integranten gibt es hier und dann kommt dy dx. Oder wir könnten den Normalbereich auch so angeben, dass wir feste y-Grenzen haben und die x-Grenzen von y abhängig machen. So hatte ich Ihnen das auf dem Blatt angegeben. Also hier, das in x-Richtung geht das ja bis 5. Also hatten wir hier, glaube ich, schon hingeschrieben, Integral 0 bis 5. Und dann wollen wir geeignete y-Grenzen haben. Und dann hatte ich gesagt, hier was andersrum machen, alle Integrale starten von 0. Und die Frage ist, was steht dann an den oberen Grenzen? Vielleicht wollen Sie das auch kurz nochmal angucken und ich schalte Ihnen wieder hier Quizzebug frei. Können Sie jetzt die Grenzen einloggen. Und zwischendrin machen wir die Frage, die gerade noch auf der Chatwall kam. Also Sie gucken gerade auf die Grenzen und das Dreiecksbildchen sichtbar, alle hier im Raum. Sie sehen auch noch das von vorhin. Ich kann auch für Chatbot die Frage: Könnten wir den Bereich B hier in der Mitte durchschneiden und damit normale Bereiche im Mehrer schaffen? Ja, genau, das wäre möglich. Also, wenn wir hier so einen Schnitt, ja, sollte senkrecht sein, so einen senkrechten Schnitt durchlegen, dann haben wir zwei Normalbereiche und jede von denen könnten wir jetzt, also wirklich Normalbereiche bezüglich x und bezüglich y, jeden von denen könnten wir jetzt zum Beispiel als Normalbereich bezüglich y schreiben, dass wir das Ganze nicht ging. Und wenn wir den ganzen Bereich integrieren wollen, dann könnten wir eben zwei solche Doppelintegrale hinschreiben. Das heißt, es macht ein Problem, wenn wir solche Dellen haben, aber wir können es auch lösen. Wir müssen dann die Sachen auseinanderschneiden und das eben stückweise durchgehen. Aber es ist natürlich angenehmer, wenn man nicht in allzu viele Stücke zerschneiden muss. Deswegen ist es gut, diese Struktur zu sehen.
Ah ja, also das ist doch ganz interessant. Im linken Integral gehen die Grenzen von wo bis wo. Da haben wir jetzt hier schon viele Stimmen für 0 bis 3 und viele für 0 bis 3 minus 3x Fünftel. Also wenn wir jetzt hier als Grenze 0 bis 3 hinschreiben würden, dann würden wir über ein Rechteck integrieren. Dann würden wir unabhängig voneinander y von 0 bis 3 und x von 0 bis 5 laufen lassen. Das heißt, wir würden über diesen ganzen Bereich b und auch noch dieses Dreieckchen oberhalb hier integrieren. Also wir würden auch zu so einem Punkt hier hinkommen, wo sowohl x als auch y groß sind. Im Extremfall hier x gleich 5 und y gleich 3. Das heißt, das wäre zu viel, sondern wir müssen uns irgendwie überlegen, wie können wir diese Begrenzung hier beschreiben. Das ist eine Gerade. Die würden wir jetzt gerne vielleicht beschreiben als y von x. Und dann ist das unsere obere Grenze. Wir gehen von 0 bis zu dieser Geraden. Immer hier so hoch in unserem Dreieckchen. Das ist übrigens jetzt genau diese Überlegung, die wir mal bei Doppelsummen gemacht haben, in irgendwelchen dreieckigen Bereichen. So, und wie sieht diese Gerade hier aus? Die startet ja, wenn x gleich 0 ist, startet die bei 3. Und bei 5 wollen wir eine Nullstelle haben. Also müssen wir mit Steigung 3 Fünftel hier runtergehen. Ja, wenn ich jetzt x gleich 5 einsetze, kann ich die 5 kürzen und steht insgesamt 0 da. Das heißt, das wird funktionieren, wenn ich hier von 0 bis 3 minus 3x Fünftel integriere. Dann haben wir diesen Bereich. Also wählen wir die Antwort, die ganz knapp vorne liegt. Und sagen, das ist die, die richtig ist. Okay. Dann hätten wir noch das rechte Doppelintegral. Da gibt es auch viele Stimmen. 3 und 5. Okay, 3 und 5 hat wieder das gleiche wie gerade eben. Dann haben wir wieder so einen Bereich. Also, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber das haben Sie ja schon gemacht. Ne? Wir schreiben jetzt immer so in Klammern, also in eine Klammerschreibweise. Das sagt, bezüglich welcher Variable wir integrieren. Und hier stehen die Grenzen dazu. Und immer die gehören so wie geklammert zusammen, die beiden hier. Also hier stehen jetzt die x-Grenzen und außen dann die y-Grenzen. Und jetzt haben wir das Problem, wenn wir hier wieder 3 und 5 hinschreiben, dann gehen wir gerade wieder über das Rechteck. Und das wollen wir nicht. Dann ist ja auch der Punkt x gleich 5 und y gleich 3 dabei, aber der liegt ja weit außerhalb unseres Integrationsbereichs. Das wollen wir nicht. Wir wollen sicherlich hier bei y 3 oben stehen haben. Das muss ich irgendwie farbig machen. Wenn Sie gelb lesen? Nee, ne? Nicht so. Viele Farben bietet mir das hier nicht an. Gut. So, wir wollen auf jeden Fall hier die 3 haben, feste y-Grenzen. Jetzt müssen wir halt die x-Grenzen angeben. Das heißt, jetzt müssen wir diese Gerade hier eben anders schreiben. Jetzt müssen wir da x als Funktion von y schreiben. Diese Gerade hier bei y gleich 0 beginnt die hier mit einer 5. Also x ist gleich 5. Und dann, wenn wir bei y gleich 3 sind, wollen wir mit x bei 0 sein. Also müssen wir diesmal mit Steigung 5 Drittel abnehmen. Dann haben wir 5 minus 5x Drittel. Dann haben wir wieder
gehen über den gleichen Bereich integriert. Jawohl. Die obere Grenze ist dann y. Entschuldigung? Die obere Grenze ist dann, ja, das ist ja. So, vielen Dank. Was ist denn das für ein Wesen? Das ist noch hier auch. Und jetzt steht der Rechner wieder. So, jetzt schauen wir das mal richtig hin. Also, 5 minus 5 Drittel y natürlich, damit ich jetzt, das wollte ich sagen, als nächstes, man muss immer aufpassen, ob man gerade ein x oder ein y braucht. Und schon wieder, ja. Also, Sie sehen, das ist ein Spaß. Also, immer wichtig, sich zu konzentrieren. Ist gerade x oder y im Spiel und Sie sehen, das geht recht schnell, dass man sich da verhaspelt. So wie es jetzt da steht, stimmt es zum Glück. Und was wir auch sehen ist, wir könnten natürlich hier die eine Gleichung aus der anderen Gleichung kriegen, indem wir das jetzt umstellen. Wenn wir hier eine Gleichung stehen und wenn wir die erste Gleichung zum Beispiel nach x auflösen, dann bekommen wir genau die zweite Gleichung. Okay, also das ist wichtig, wir müssen, das ist eigentlich sogar das Wichtigste im Moment, das einzige Neue, wir müssen solche Bereiche irgendwie parametrisieren können, müssen angeben können, was die Grenzen sind. Sobald wir das gemacht haben, müssen wir nur noch integrieren können, so wie wir eindimensional immer schon integrieren konnten. Dann schauen wir uns nämlich dieses Integral hier an. Hier steht irgendeine Funktion von x und y. Dass die von x abhängt, interessiert uns für einen Augenblick lang gar nicht. Wir rechnen das y-Integral aus, setzen die Grenzen ein. Dann ist das Ergebnis hier eine Funktion von x und dann rechnen wir noch ein x-Integral aus. Also um solche Integrale jetzt wirklich berechnen zu können, ganz explizit, ist der wichtigste Schritt für uns, dass wir sowas hier richtig machen können, die Grenzen richtig machen. Dann sind wir im Spiel. Okay, soweit so glücklich oder unglücklich? Gut, damit haben wir diesen Begriff des Normalbereichs. Und der war dann nochmal ganz ausführlich hier mit vielleicht auf den ersten Blick irgendwie, ich mache es mir auch auf dem anderen Bildschirm sichtbar, vielleicht irgendwie mehr oder weniger schlimm aussehenden Formeln angegeben. Das waren also diese Normalbereiche, die wir integrieren können, da oben. So was haben wir gerade gemacht, zweidimensional, das heißt Normalbereich bezüglich x, feste x-Grenzen, dann x-abhängige y-Grenzen. Und jetzt können wir dieses Spielchen natürlich fortsetzen. Wenn wir das vielleicht irgendwie dreidimensional machen, sagen wir, das xy ist schon irgendwie aus dem Normalbereich. Das heißt, wir haben feste, denken wir so wie oben hier, feste x-Grenzen. X-abhängige Y-Grenzen und dann anschließend die X- und Y-abhängige Z-Grenzen. Dann haben wir eben so ein dreifaches iteriertes Integral. Aber da passiert nichts Neues mehr. Wir müssen dann eben nacheinander von innen nach außen diese ganzen Integrale ausrechnen. Und wenn uns die Reihenfolge nicht gefällt, in der wir die Integrale ausrechnen müssen, weil vielleicht der Integrant so ist, dass wir als erstes viel lieber nach Y und erst danach nach Z integrieren würden oder umgekehrt, dann müssen wir uns überlegen, wie sieht das wirklich aus? Wie können wir auch den Normalbereich in eine andere Reihenfolge hinschreiben? Dann tauchen typischerweise, das haben wir gerade schon gesehen, eben andere solche Begrenzungsfunktionen auf. Also wenn b nicht nur Normalbereich bezüglich x ist, sondern auch bezüglich y, dann gibt es eben irgendwelche festen y-Grenzen und y-abhängige x-Grenzen und diese Funktionen, die diese Grenzen angeben,
hier Phi 1, Phi 2, wie gesagt, die x-abhängigen y-Grenzen können eben ganz anders aussehen als die y-abhängigen x-Grenzen. Ich bin dann alle Rechner so langsam. Nur meiner nicht. Ich hoffe, Sie sehen noch was, Sie, die in Zoom zugeschaltet sind. Das sieht bei mir jetzt irgendwie sehr grisselig aus, das Bild, das Ihnen hier angezeigt wird. Vielleicht wird das was gesendet oder besser sein, ich habe keine Ahnung. Melden Sie sich gerne, wenn irgendwas nicht tut. Gut, dann habe ich Ihnen hier so ein paar Beispiele vorgemacht. Da haben wir einen Flächeninhalt des Kreises ausgerechnet. Ich mal hier hin und her, gucke, ob es dann wieder besser wird. Ja. Und das war jetzt ein Integral hier für den Flächeninhalt. Da ist der Integrand 1, also die ganze Information steckt darin, wie wir die Grenzen richtig wählen und dann die Integrale der Reihe nach ausführen. Effektiv haben wir dann beim letzten Integral doch wieder einen Integranten, der von irgendeiner Variable abhängt. Aber zunächst mal für das Doppelintegral integrieren wir über die 1, dann kriegen wir den Flächeninhalt. Oder bei einem dreidimensionalen Integral, wenn wir über die 1 integrieren, rechnen wir das Volumen dieses Bereichs aus. Und als zweites hatte ich hier noch gesagt, hätte ich das genannt Volumen unter dem Paraboldach. So eine Begrenzungsfunktion angegeben. Und jetzt haben wir natürlich unterschiedliche Arten, wie wir das interpretieren können, wenn wir zum Beispiel einen Bereich in der xy-Ebene angeben und dann noch einen Integranten in unser Integral reinschreiben. Dann können wir uns vorstellen, dass vielleicht dieser Integrant so etwas wie eine Dichte ist. Also jeder Punkt in der xy-Ebene, den wir integrieren, kommt mit einem anderen Gewicht. Gewichtetes Integral über diesen Bereich, nicht mehr die 1 integriert, um den Flächeninhalt zu bekommen, sondern es ist vielleicht eine Dichte und wir integrieren diese Dichte auf und kriegen dann die Masse von diesem Ding. Ja. Oder wir können uns vorstellen, je nach Anwendungskontext, dass es vielleicht noch eine dritte Dimension gibt und dass der Integrant ist dann eine Funktion von zwei Variablen, x und y, und dass wir das Volumen unter dem Graph dieser Funktion von zwei Variablen hier jetzt ausrechnen. Das war die Interpretation, die hier bei diesem Titel Volumen unter einem Paraboldach dahinter steckte. Okay. Bevor wir jetzt das Beispiel angucken, was ich Ihnen hier noch gegeben habe, machen wir es vielleicht so, sagen Sie mir, an welchen Stellen vielleicht noch Fragezeichen aufgetreten sind oder sind gar keine aufgetreten. Auf der Chat wohl nicht. Sonst auch alles zu klar heute. Ist auch schön. Dann sind wir da bald MeisterInnen im mehrdimensional integrieren. Das ist doch wunderbar. Okay, was kommt raus vom letzten Beispiel? Hier. Ich schreibe es vielleicht mal ab, dann haben wir es hier auch auf dem anderen Bildschirm sichtbar. Unser Bereich, über den wir integrieren wollen, waren jetzt alle xy aus dem R2 mit der Eigenschaft x war zwischen minus 1 und 1. Und y war größer als x Quadrat, oder? X Quadrat kleiner gleich y kleiner gleich 1. So sah das aus. Und die Funktion, die wir integrieren wollen, ist
diesen Ausdruck hier gegeben. F von x und y ist y minus x². Ausrechnen möchten wir das Integral über den Bereich b. Also f, das ist jetzt mal geschrieben, dx, y erstmal, oder? So, vielleicht. Jetzt müssen wir das erstmal ausschreiben, wirklich als zwei Integrale. Integranten. Und ja, soll ich jetzt hier eher dx, dy schreiben? Oder eher dy, dx? Was hätten Sie gerne? An der Stelle hier als erstes. Dy, dx, weil y unterabhängig ist. Jawohl, das untere, ne? Dy, dx, weil in x haben wir die festen Grenzen, also wollen wir das als das äußere Integral haben. Dann schauen wir das. Das ist hier schön hinpasst. Dy, dx hin. Können wir noch kurz gucken? Es gab schon Vorschläge, was rauskommt auf der Chatwall. Ein Drittel wurde vorgeschlagen, 0 wurde vorgeschlagen und 8 Fünfzehntel wurde vorgeschlagen und das hat auch noch Zusatzzustimmung gekriegt. Das liegt vorne im Moment. Da können wir jetzt einfach das gemeinsam rechnen und dann vergleichen, wenn Sie was anderes raus haben, woran es lag oder Sie fragen, wieso kommt nicht das raus? Meine Rechnung ist auch toll. Okay. Vermutlich wird nicht alles 3 rauskommen. Okay, was mache ich mit den Grenzen? Also x haben wir feste Grenzen, schreibe ich die hier hin. Minus 1 bis 1. Und die y-Grenzen, die schreibe ich hier. Die untere y-Grenze ist x², die obere ist 1. Und da muss noch der Integrant rein. Das ist dann das y minus x². Das ist die Funktion, die wir hier integrieren wollen. Irgendjemand von Ihnen versucht sich vorzustellen, wie das aussieht, was wir hier machen? Sollen wir das mal probieren? Oder erstmal rechnen? Erst vorstellen, dann rechnen. Dann macht es Rechnen mehr Spaß, wenn man weiß, was man rechnet. Okay, gut, erstmal vorstellen. Also, oder machen wir erst die Pause. Und wer Pause machen mag, macht Pause. Und wenn nicht, versucht sich ihn vorzustellen. Und nach der Pause stellen wir es uns gemeinsam vor. Okay, so machen wir es. Pause bis 3 nach. Und dann stellen wir uns vor, was wir hier wirklich tun. Dankeschön.
Thank you.
Gut, dann probieren wir mal, uns das vorzustellen, wie das hier aussieht. Wer kann sich jetzt schon was vorstellen, wie das Ding aussieht, dass wir das so integrieren? Okay, Sie können sich den Bereich B vorstellen oder was? Wer kann sich den Bereich B vorstellen? Na, manche so vorsichtig. Mag jemand sagen, wie das ungefähr aussieht? So in Wochen? Ja? Ah, okay. Sie sind schon nicht mehr bei dem Bereich B. Sie haben gesagt, eine gerade nach unten geöffnete Parabel, wie ein Tunnel, wo die Decke unterschiedlich hoch ist. Ich glaube, Sie haben sich den Graph der Funktion vorgestellt. Das ist das. Und ich frage Sie jetzt erstmal, wie sieht der Bereich B aus? Aber das brauchen wir auch noch, was Sie gerade gesagt haben. Also, wenn wir das zusammenpacken, genau. Also, wenn wir den Graph der Funktion anschauen, das wird irgendwie so Tunnel oder Höhle oder irgendwie sowas sein. Die Deckenhöhe ändert sich, nicht an jeder x-Stelle, nee, nicht an jeder, nicht bei jedem y gleich hoch. Aber ich schlage vor, wir machen es eins nach dem anderen. Wir gucken uns erstmal an, wie sieht der Bereich B aus, über den wir dann diesen Funktionsgraph drüber packen. Also da brauchen wir erstmal nur ein xy-Koordinatensystem hier. Und jetzt wissen wir, in x-Richtung gehen wir von minus 1 bis 1 und in y-Richtung hier gehen wir von x² bis 1. Also hier y gleich x² ist irgendwie so eine Grenze. Das heißt, wir malen uns mal eine Parabel hier rein. So eine nach oben geöffnete Parabel. So ungefähr sieht die aus. Und dann ist hier vielleicht 1. Wenn ich das jetzt so gemalt hätte, hätten wir hier die 1, und hier die minus 1 und hier auch die 1 in die y-Richtung. Und wir integrieren also über diesen Bereich hier. Da drin ist. Das muss ich auszumalen hier. Alles im grünen Bereich. Das ist das B, über das wir integrieren wollen. Ja, okay, ich sehe es nicht. Gut. B hier. Das ist das B. Und jetzt müssen wir irgendwie, jetzt wäre eine Möglichkeit, dass wir uns vorstellen, Wir zeichnen wirklich eben die xy-Ebene und zeichnen den Graph der Funktion f in die dritte Richtung oben drüber. Und dann wäre unser Integral sowas, wäre das Volumen unter dem Funktionsgraph. So wie in einem eindimensionalen Integral das Integral die Fläche unter dem Graph ist. Das heißt, wir könnten versuchen, das nochmal neu zu zeichnen. Jetzt, wie komme ich besser hin, wenn ich nach vorne oder nach hinten drehe? Das macht, glaube ich, keinen Unterschied mehr. Nein. Vielleicht mal so. X nach rechts, y nach vorne. Dann könnten wir, das war x, dann könnten wir hier nach oben in die Z-Richtung den Funktionswert da anzeichnen. Jetzt müssen wir also hier in der XY-Ebene nochmal unser B einzeichnen. Das ist jetzt diese Parabel hier. Ja, das so perspektivisch irgendwie machen. Das ist diese Berandung hier vielleicht so und so aus. Ja, das ist wieder unser B von gerade eben. Das hole ich auch wieder aus. Und da oben drüber jetzt den Funktionsgraph eingezeichnet. Und das
vielleicht in Rot hier. Jetzt hatten Sie vorhin richtig gesagt, wenn ich mir das hier mal angucke für ein festes Y, dann sehe ich immer eine, was habe ich denn eigentlich hier gemalt? Ich habe Quatsch gemalt, ne? Ja, wer mag mal sich beschweren? Ich hab hier gerade nicht, also das und das, das passt irgendwie nicht zusammen. Weil, ja, und dann passt auch die rechte Hand wieder, ne? Also dann geht Y, X geht dann nach vorne, Y geht nach rechts und Z nach oben. Das heißt, es genügt, wenn ich hier meine Achsen jetzt umbenenne, dann stimmt es tatsächlich. So, das hier ist die X-Achse, das hier ist die Y-Achse. Und jetzt ist das Bildchen wirklich wieder das gleiche wie gerade eben. Hier ist unser grünes D drin. Und jetzt möchte ich in Rot den Funktionsgraphen einzeichnen. Und jetzt kam die Überlegung, und dann passt es auch hier in das Bild rein. Wenn ich bei einem festen Y-Wert bin, dann sehe ich hier eine nach unten geöffnete Parabel. Den Scheitelpunkt hat die dann, bei x gleich 0, hat sie dann ihr Maximum mit dem Funktionswert y. Das heißt also, ich habe hier über dieser y-Achse hier, könnte ich mir sowas wie die Maxima einzeichnen. Und dann habe ich immer so eine nach unten geöffnete Parabel, hier so. Und die Maxima sind dann immer niedrigere. Ja, also wenn ich bei y gleich 1 bin, hier, dann sehe ich ja hier diesen ersten Bogen hier, das ist dann der Graph der Funktion 1 minus x². Irgendwo weiter hier drüben habe ich dann mal 1/2 minus x². Und ganz am Ende ist dann gar nichts mehr übrig, wenn ich bei y gleich 0 bin. Das ist der Funktionsgraph von minus x², aber da ist dann nichts mehr hier oben drüber, über diesen Bereich hier in y-Richtung hier. Also, wir integrieren quasi zwischen xy-Ebene und dieser Grenze, wenn wir uns das so vorstellen wollen. Das heißt, wir rechnen irgendwie das Volumen von so einer Höhle aus hier, die sowohl so eine parabelförmige Öffnung hat, wo wir reinlaufen können, als auch dann so eine parabelförmige Grundfläche hier. Können wir uns das so einigermaßen vorstellen? Ist das gut? Okay, das wollen wir jetzt ausrechnen. Und es steht schon da, wie wir es ausrechnen müssen. Wir haben hier das Integral hingeschrieben. Jetzt müssen wir als erstes das Y-Integral ausführen. Das X-Integral, das lassen wir unangetastet. Also, minus 1 bis 1. Die x, das bleibt unangetastet. Und jetzt brauchen wir eine Stammfunktion vom Integranten hier, betrachtet als Funktion von y. Nennen wir hier ein y-Quadrat halbe wegen mir, minus x-Quadrat mal y. Und das müssen wir auswerten in den Grenzen x-Quadrat und 1. Und jetzt ist hier so, wenn Sie dann in 5 Minuten nochmal aufschauen, was ich hier gerade geschrieben habe, dann fragen Sie sich, oh Gott, was hätte, wofür setze ich jetzt x² ein? Deswegen ist es hier immer sehr gut, wenn man da hinschreibt, y-Grenzen sind und x² ist 1. Dann kann man das wesentlich besser nachvollziehen, was man da getan hat. Sie haben gerade eben schon gesehen, dass man schnell mal x und y irgendwo vertauscht an irgendwelchen Stellen. Das heißt, es ist gut, das hinzuschreiben. Also, im ersten Schritt betrachten wir das als eine Funktion von y. Die x-Abhängigkeit interessiert uns nicht. Wir suchen eine Stammfunktion, wir setzen die Grenzen ein, werten das jetzt aus und dann haben wir noch das x-Integral zu machen. Also geht es jetzt hier weiter. Das hier ist gleich Integral
minus 1 bis 1. So, jetzt müssen wir das auswerten, setzen wir die obere Grenze 1 ein, dann haben wir 1 halb minus x Quadrat. An der unteren Grenze setzen wir x Quadrat ein für das y. Dann haben wir da minus x hoch 4 halbe plus x hoch 4. Alle einverstanden? Lassen wir das vielleicht noch ein bisschen zusammen, da sind ja mehrere x hoch 4 drin. Also minus 1 bis 1, 1 halb minus x Quadrat plus x hoch 4 halbe dx. Jetzt suchen wir uns eine Stammfunktion. Nehmen wir x halbe minus x hoch 3 Drittel plus x hoch 5, das sind das Zehntel. Ne? Und jetzt haben wir hier die x-Grenzen, jetzt wäre es vielleicht nicht mehr so wichtig, aber jetzt bleibe ich ganz deutlich hier x für minus 1 bis 1. Gut, und dann können wir einsetzen unsere Zahlen hier. Die sind jetzt 1 halb minus 1 Drittel plus 1 Zehntel minus, was kriegen wir da? Da kriegen wir minus 1 halb plus 1 Drittel minus 1 Zehntel, dann minus 1 hoch 3 hoch 5, gerade wieder minus 1 ist. Also haben wir die 1 halb doppelt, das ist eine 1, das minus 1 Drittel ist letztlich doppelt, also minus 2 Drittel. Und das Zehntel ist doppelt, also plus 2 Zehntel, also plus 1 Fünftel. Und jetzt können wir es mit 5 Zehntel hinschreiben, oder? Wenn wir noch mehr brauchen. Dann haben wir hier 15 minus 10 plus 3. Und das wären dann 8. 15, was auch einmal vorgeschlagen wurde. Jetzt mache ich auch einen Daumen hoch rein. Ja, 15. Jetzt, Sie hatten auch noch andere Ergebnisse. Haben Sie jetzt unterwegs gesehen, was wir anders gemacht haben? Und ist das jetzt gerade eben, dass 8 15 rauskam? Ist das überzeugend oder haben Sie vielleicht eine Lösung, die Sie genauso überzeugend finden und die zu einem anderen Ergebnis kommt? Dann gucken wir uns das an, was wie zusammenpasst. Alle erstmal zufrieden mit 8 15. Okay, das ist auch schön. Dann würde mir vielleicht noch ein Beispiel jetzt einfallen, aber zunächst vielleicht von Ihnen noch Kommentare, Fragen, Bemerkungen, Beschwerden. Dann lassen Sie uns doch vielleicht noch gemeinsam, wenn wir nicht schon Schluss machen wollen, noch den Flächeninhalt einer Ellipse ausrechnen. Ist das? Ist das zu langweilig? Was ist eine Ellipse? Nehmen wir alle xy im A2 und sagen, naja, wir kennen das ja sowas wie x² durch a² plus y² durch b². Wenn ich da jetzt schreibe gleich 1, dann habe ich so diese Linie, die Berandung einer Ellipse. Wenn ich über die Ellipse die ganze Fläche das Innere rechnen möchte, integrieren möchte, dann würde ich sagen, ich nehme alle x und y, die Gleichung, das hier kleiner gleich 1 erfüllen. Dann habe ich das Innere der Ellipse.
Also so ungefähr. X, Y. Hier legen wir, wenn es will. Nicht viel besser, aber Sie sehen die Idee, ist die Ellipse, minus a ist a, hier minus b ist b. Die können wir hier jetzt dann irgendwie hoffentlich gleich integrieren. Was nehmen wir für ein Integrand? Wir wollen den Flächeninhalt haben. Was nehmen wir dann für ein Integrand, wenn wir jetzt über diesen Bereich, wenn wir in E, E wie Ellipse integrieren wollen? Ja, Punkt, 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 was soll ich da hinschreiben? Drehen Sie sich ruhig auch nach links und rechts und reden Sie miteinander. Was? Wir suchen jetzt irgendwie schöne Grenzen gleich, damit wir, also hier wollen wir irgendwie Grenzen hinschreiben, die dafür sorgen, dass diese Bedingung hier erfüllt ist. Und dann müssen wir irgendwas hier in das Integral reinschreiben. Und nach diesem irgendwas hier habe ich jetzt gerade gefragt, was wollen wir als Integrand haben? Die schwierigere Überlegung ist dann die mit den Grenzen. Und die Zoom-TeilnehmerInnen dürfen natürlich auch gerne. Können in den Chat schreiben oder was sagen, wie sie wollen. Ne? Okay, jetzt gucken so ein paar wieder in meine Richtung. Also Vorschläge für was kommt in den Integrand, vielleicht noch hier oben. Also ich hätte gesagt, was ist das gleiche mit x2 plus y2 plus 2 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 plus 2. Und Sie hätten die nach y aufgelöst, so eine Wurzel da irgendwie jetzt. Nee. Nee, ich hätte also nicht die Gleichung benutzt, sondern vielleicht ist das vielleicht. Okay. Ja, also die Gleichung. Tatsächlich habe ich gerade eben schon gesagt, aber das war jetzt mehrere Sachen gleichzeitig, die ich gesagt habe. Ne? Die Gleichung, die wollen wir, oder diese Ungleichung hier, wollen wir eigentlich verwenden, um hier vernünftige Grenzen hinzuschreiben. Die Antwort auf die Frage, was sollten wir hier reinschreiben, die versteckt sich nicht hier in dieser Ungleichung, sondern die versteckt sich an einer anderen Stelle hier auf meiner Seite hier. Okay, also Sie haben sich jetzt gerade schon hier mit Kosinus und Sinus und deformierter Einheitskreis, Sie haben sich schon eine Strategie überlegt, wie Sie es jetzt gleich berechnen wollen. Sie wollen jetzt irgendwie hier, Sie haben schon gesagt, haben wir das ausrechnen, irgendwie muss doch die Rechnung so ähnlich sein wie beim Einheitskreis, wir haben das nur so ein bisschen zusammengequetscht oder auseinandergezogen und den haben wir doch schon gerechnet, der war ja auf dem Blatt drauf. Das ist richtig. Im Moment möchte ich erstmal nur hinschreiben. Hier steht, wir möchten den Flächeninhalt der Ellipse ausrechnen. Hier ist die Ellipse. Jetzt möchte ich hier erstmal so ein Doppelintegral hinschreiben. Wie wir es nachher ausrechnen, da sind Sie auf dem richtigen Weg. Aber zunächst mal möchte ich es hinschreiben. Was schreiben wir als Integrant hin? Sie verhauen mich, wenn ich Ihnen die Antwort sage gleich. Der Punkt, die Begründung für das, was ich jetzt gleich hinschreibe, das steht hier. Wir wollen den Flächeninhalt haben. Wir integrieren über diesen Bereich und wir möchten wissen, wie groß ist der Bereich? 1. Ja, wir schreiben da 1 hin. Wenn wir nur wissen wollen, wie groß der Bereich ist, dann schreiben wir 1 hin.
klappt übrigens in einer Dimension auch. Wenn wir von A bis B integrieren und nur wissen wollen, wie lang das Intervall ist, dann integrieren wir die 1 und dann ist das Ergebnis nachher B minus A. Machen wir nur nie, aber wenn wir die 1 integrieren, finden wir raus, wie groß das Ding ist. Wir integrieren die 1 über eine Fläche, kriegen wir eine Flächeninhalt. Wir integrieren die 1 über ein Volumen, kriegen wir den Volumen. Also die 1 über einen dreidimensionalen Bereich, kriegen wir das Volumen dieses Bereiches. Jetzt integrieren wir also die 1. Okay. Und jetzt habe ich mich gerade schon entschieden, ich möchte das x-Integral nach außen machen. Das heißt, ich würde gerne jetzt unsere Ellipse als Normalbereich bezüglich x schreiben. Was kriege ich denn dann für x-Grenzen? Minus a bis a. Jawohl. So sind wir auch vorhin vorgegangen, ganz am Anfang unserer heutigen Stunde. Wir haben geguckt, was ist ganz links, was ist ganz rechts, was ist der größte Wert von x, der hier auftaucht und der kleinste. Das ist in dem Fall minus a und a. Also schauen wir hier hin. Minus a ist a. Jetzt ist das genauso im Normalbereich, wie wir am Anfang angeguckt hatten. Also wir haben hier was, wir haben hier was. Und jetzt müssen wir aber, je nachdem an welcher x-Stelle wir sind, müssen wir unterschiedliche y-Grenzen angeben. Wir brauchen also wieder genauso wie am Anfang hier unten irgendwas, eine Funktion von x, und hier oben, die obere Grenze, so eine Funktion von x. Wo kriegen wir diese Funktionen her, die wir jetzt hier und hier hinschreiben wollen? Ja. Also ich hatte jetzt die Ellipse gleich nach y gebraucht. Ja, jetzt lösen wir das hier nach y auf. Und das gibt uns diese Grenzen hier. Also nicht, wir lösen nicht das hier, sondern wir lösen das mit einem Gleich hier nach y auf. Das ist ja die Berechnung. Das mit dem kleiner Gleich gibt uns das gesamte Innere. Und mit dem Gleich gibt es die Randkurve. Und dann lösen wir noch y auf und dann kriegen wir genau eine Wurzel oben und eine Wurzel unten. Ich schreibe das vielleicht mal so hin. Der Rand der Ellipse ist gegeben durch die Gleichung x² durch a² plus y² durch b². Gleich 1, vielleicht hätte ich hier oben übrigens einfach mal noch hinschreiben sollen, a und b, das sind irgendwelche positiven Zahlen. So, und jetzt wollen wir das nach y auflösen, war Ihr Vorschlag. Also kommt das minus x² durch a², das ziehen wir ab, dann ziehen wir eine Wurzel. Bei Wurzeln müssen wir ein bisschen aufpassen, da geht ein Plus, Minus. Und dann haben wir hier jetzt noch stehen y durch b. Da können wir das b hier hoch multiplizieren. Aber also y ist gleich Plus, Minus b mal diese Wurzel hier. Und das sind genau die beiden Randungskurven, die wir brauchen. Das mit dem Minus da unten, das ist dann die grüne Berandung. Und das mit dem Plus da oben. Es gibt dann die gelbe obere Berandung. Also schreibe ich jetzt hier hin. Minus b mal diese Wurzel. 1 minus x² durch a². Und oben b. Oh, was habe ich denn hier eigentlich geschrieben? Hat das eigentlich jemand gesehen? Das Integral sollte von minus a bis a gehen. Ne? Entschuldigung. So, das y-Integral geht also von minus b mal die Wurzel bis plus b mal die Wurzel aus 1 minus x² durch a². Jetzt müssen wir noch rechnen.
Jetzt könnten wir das machen, was Sie vorhin schon vorgeschlagen haben, hier irgendwie in dem y, also das y-Integral können wir einfach ausführen, dann steht die Wurzel plötzlich, nachdem wir das ausgeführt haben, steht diese Wurzel als Integrant da im x-Integral und das könnten wir vielleicht mit so einer Sinus-Substitution knacken, aber wir könnten uns auch daran erinnern, dann haben Sie auch schon darauf hingewiesen vorhin, wir hatten beides, wir hatten den Sinus und den Kosinus drin, Sie haben auch gesagt, das ist doch ein deformierter Kreis. Vielleicht können wir das ja nutzen. Vielleicht machen wir jetzt einfach ein bisschen substituieren und sagen hier mal, x taucht immer mit x durch a auf, also geben wir den neuen Namen. U ist x durch a. Dann ist du doch 1 durch a dx, beziehungsweise dx ist a mal du. Also so. Dann haben wir ein Integral von bis. So, jetzt sind alle x müssen wir durch u's ausdrücken. Ja, das macht ja diese Grenze hier schon ein bisschen einfacher. Minus b, 1 minus u Quadrat, daraus die Wurzel und dann b, die Wurzel ist 1 minus u Quadrat. Das dy bleibt und aus dem dx wird ein a du. Und was ist mit den u-Grenzen? Von wo bis wo geht das u-Integral jetzt? Also ich habe jetzt gerade eindimensionale Substitutionsregel gemacht. Wir werden übrigens demnächst mehrdimensionale Substitutionsregel lernen, aber jetzt machen wir das hier eindimensional. Wir fassen gerade das y-Integral überhaupt nicht an, sondern spielen nur ein bisschen an x-Integral gerade rum. Grenzen fürs x-Integral. Entschuldigung, fürs u-Integral. Die x-Grenzen waren minus a bis a. Was sind die u-Grenzen? Minus 1 bis 1. Sehen wir hier, wenn wir für x minus a einsetzen, müssen wir für u minus 1 einsetzen. Wenn wir für x gleich a einsetzen, sind wir bei u gleich 1. Da kam das. Ja, und jetzt machen wir noch das gleiche Spielchen hier in dem y-Integral. Da können wir doch auch so, da können wir doch auch so einen Faktor b hier rauskalieren. Also nochmal, gleiches Spiel. V ist y durch b. Dann ist dv gleich 1 durch b dy. Oder andersrum, wie wir es brauchen hier. Wir müssen ja das dy ersetzen durch ein b dv. Diesen Faktor a können wir natürlich auch hier hinschreiben. Ist egal, ist nur eine Zahl. Ob wir die hier zwischen die beiden Differentiale schreiben oder hier ins Integral rein oder nachher aus dem Integral rausziehen, ist ganz egal. Jetzt schreibe ich mal alles so als einen Integranten hier hin. Also wir haben hier das Integral minus 1 bis 1. Dann haben wir dieses v-Integral. Denken wir gleich noch über die Grenzen nach. Dann haben wir hier ein a mal b dv du. Also das a, das stand schon da. Und das b, das kommt jetzt von hier. Aber statt dy über b dv geschrieben haben. Und wie sieht es aus mit den Grenzen fürs v-Integral? Was schreiben wir da hin?
Ich sehe, dass Sie sich melden, Sie kriegen einen lahmen Arm. Aber sieht es noch irgendjemand, was wir für V-Grenzen hinstreuen müssen? Es geht nach der gleichen Methode wie vorher. Hier stehen die V und Y zusammenhängen und hier stehen die Y-Grenzen. Also sind die V-Grenzen. Das V und das Y, die unterscheiden sich ja nur um einen Faktor B. Hier habe ich eingekreist, was die Y-Grenzen sind, und die V-Grenzen sind die Y-Grenzen durch B. Also das ist eindimensionale Substitutionsregel, das ist jetzt nichts Neues hier. Minus die Wurzel bis plus diese Wurzel. So, und jetzt schreibe ich das nochmal so, dass ich mal den Faktor AB hier rausziehe. Dann habe ich das Integral minus 1 bis 1 minus Wurzel aus 1 minus u Quadrat bis plus Wurzel aus 1 minus u Quadrat dv du. Und jetzt haben wir in Formel das dastehen, was Sie mir vorhin vorgeschlagen hatten, was wir doch ausnutzen könnten, dass nämlich unsere Ellipse ein deformierter Kreis ist, hatten Sie gesagt. Hier steht genau das Integral, was wir in dem Beispiel Flächeninhalt des Einheitskreises oder eines Kreises, weiß nicht, was auf dem Blatt war, Flächeninhalt eines Kreises. Ja, hier steht genau das Integral, was wir, ist noch mal sichtbar, was wir hier in diesem Video hier bei Nummer 11 ausgerechnet haben, mit R gleich 1. Das ist genau dieses Ding hier. Das ist der Flächeninhalt des Einheitskreises. Könnten wir jetzt genauso ausrechnen, wie wir es in dem Video gemacht haben, aber haben wir ja schon ausgerechnet. Wissen wir, was rauskommt? Kommt Pi raus. Also ist das Gesamte hier A mal B mal Pi. Das ist der Flächeninhalt unserer Ellipse mit den Halbachsen A und B. Passt auch zu der uns bekannten Formel für den Flächeninhalt eines Kreises. Das sind die beiden Halbachsen gleich, wir nennen es dann Radius, und dann steht da der Radius im Quadrat mal Pi für den Flächeninhalt. Achso, ich habe ja nicht umgeschlagen, oder? Also ich stelle Ihnen das hier. So, also, was ich gerade gesagt habe, das hier ist der Flächeninhalt des Einheitskreises und wir wissen bereits, dass das Pi ist. Und hier ist dann das Endergebnis für den Flächeninhalt der Ellipse. Und Sie haben wieder gesehen, die Arbeit ging hier rein. Ins Hinschreiben, am Anfang das Integral hinschreiben, die Grenzen hinschreiben. Wir hatten hier irgendwie den Bereich gegeben, mussten das ein bisschen angucken und dann diese Grenzen hier hinschreiben. Das war der entscheidende neue Arbeitsschritt. Das ist das, was jetzt gerade dabei ist, wenn wir solche Integrale ausrechnen. Danach das Integral ausrechnen wirklich war, wir haben hier nicht mal weiter gerechnet, sondern wir haben nur ein bisschen eindimensionale Substitutionsregel gemacht und zwar auch nur mit einem Faktor hin und her. Gar keine schlimmen Substitutionen hier. Und dann haben wir gesagt, ui, jetzt ist was rausgekommen, was wir schon mal gesehen haben. Das rechnen wir nicht nochmal aus, sondern wir verwenden das Ergebnis von da. Und so ähnlich war es auch vorhin auf der Seite davor. Ich schalte es mal um, dass es auch online zu sehen ist nochmal. Als wir das hier gerechnet haben, die Arbeit, hier war es sogar weniger Arbeit, weil das schon so angegeben war, dass wir die Grenzen hier direkt ablesen konnten.
Und nachdem dann das Integral mal da stand, das zweidimensionale Integral mit den richtigen Grenzen, ist es vor allem konzentrieren, dass man nicht irgendwo x und y verwendet, verwechselt und das Zeug weiterrechnen. Okay. Jetzt haben entweder Sie noch weitere Bemerkungen oder Fragen heute, entweder zu den Sachen oder Sie haben irgendwas, es hat sich noch irgendwas aufgestaut aus vorherigen Themen, was Sie gerne loswerden möchten, dann bin ich noch da und dann können wir uns das noch angucken. Und da ging schon einmal hoch. Vielleicht aus der letzten Vorlesung ganz am Anfang, da haben Sie irgendwie aus so einem Vektor für die Ellipsengleichung, die Ellipsengleichung hergeleitet, indem wir aber die beiden Zeilen addiert haben. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob man das immer so machen darf, dass man quasi einzelne Zeilen der Vektoren irgendwie zusammenrechnet. Ja. Gut. Ich merke, es entsteht jetzt hier gerade so ein bisschen Unruhe schon. Wir machen das einfach so. Ich beantworte jetzt noch Fragen oder Sie haben irgendwelche Bemerkungen und das machen wir, solange wir Lust haben. Und wer keine Lust mehr hat, darf natürlich auch schon sagen, wunderbar, es reicht für heute. Insofern machen wir hier so einen gedanklichen Strich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt die Sache, Sie sagen, das tauchte in der letzten, na, machen wir es eher so. Das hier machen. So, hier ist die Anleitung vom letzten Mal. Ah, ich glaube, vielleicht eher, was vielleicht? 5, 4, oder? Hier war das. Also, was habe ich da gemacht? Ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich das einmal abschreibe. Das sehen Sie jetzt noch nicht, aber ich schreibe nur ab, dass x Cosinus Hyperbolicus u mal Cosinus v ist. Und y ist Sinus Hyperbolicus u mal Sinus v. Das ist das, was da in der Nummer 5 steht. Sagt, wie die Pärchen x und y und die Pärchen u und v, wie die zusammenhängen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe jetzt so eine Kombination aus mit x, also ich habe jetzt gesagt, gucken wir uns mal für festes u an. Also u ist eine Konstante und v betrachten wir mal gerade so noch, als es irgendwie variiert. Ne? Und dann habe ich vollkommen willkürlich, das war glaube ich der Punkt, den Sie jetzt meinen, mal diese Kombination x Quadrat durch Cosinus Hyperbolicus Quadrat u plus y Quadrat durch Sinus Hyperbolicus Quadrat u angeschaut. Eigentlich noch viel allgemeiner. Meine Frage war eigentlich, ob ich einfach nur die Zeilen aus den Vektoren linear kombinieren darf. Ja, aber mit Linearkombinationen kommen wir hier nicht weiter, oder? Also die Quadrate brauche ich aber quadriert hier. Ne? Also linear ist es nicht. Ich über dann noch weiter, also ob ich die dann einfach irgendwie zusammenrechnen darf oder so. Ja, also ich darf immer zusammenrechnen, was ich will. Das Entscheidende ist, ich weiß, wie ich x und y durch u und v ausdrücken könnte. Was ich hier tatsächlich tue, ist, ich weiß schon, wo ich hin will. Das, was ich jetzt gerade in schwarz hier hingeschrieben habe, sieht auf den ersten Blick irgendwie willkürlich aus. Und ich weiß aber, wo ich hin will. Ich weiß schon, ich rechne mit einer Ellipsengleichung. Und ich möchte also irgendwie,
was von der Form bekommen, x Quadrat durch irgendwas x Quadrat plus y Quadrat durch irgendwas ist gleich 1. Also ich habe das hier angeguckt und gesagt, Mensch, wenn die Faktoren hier weg sind, sind es nur noch Cosinus und Sinus und die Quadrate addiert, gibt 1. Das heißt, mein Ziel ist hier gerade bei dieser Rechnung, das Ziel ist eine Gleichung zu kriegen, wo nur x und y drinstehen und vielleicht irgendwas Festes. Und deshalb habe ich das hier gemacht und ausrechnen kann ich natürlich alles. Ich kann mir auch anschauen, was x hoch 3 durch y plus y Quadrat ist oder so. Da könnte ich jetzt auch hergehen und das von hier oben einsetzen und dann hier irgendwas ausrechnen, aber dann kommt halt nichts Hübsches raus. Also der Witz war, ich habe mir diese Kombination angeschaut, weil ich dann gleich gesehen habe, dass da 1 rauskommt. Dann ist es vielleicht das, was Sie, es ist ja nicht linear, aber was Sie, glaube ich, gerade vielleicht meinten mit Linearkombination. Ich gucke mir irgendeinen Ausdruck, irgendeinen Term mit x und y aus und drück den durch u und v aus. Und interessant wird es nur dann, wenn der Term, den ich anschaue, so ist, dass der nachher irgendwie einfach wird, nachdem ich diese Gleichung von da oben eingesetzt habe. Und das war eben hier so. Und genauso mit dem Minuszeichen, wenn man dann dafür durch den Cosinus und den Sinus geteilt hat. Und dann kamen immer schöne Gleichungen raus. Also das war der Grund. Okay. Gut. Haben wir noch was anderes? Sie haben schon gesagt, sag nicht noch mehr dazu. Ist geklärt. Ist auch richtig so. Dann übertreiben wir es heute nicht. Ah nee, da ist noch was. Ja, und zwar, also ich weiß, ich würde das am Anfang schon verstehen, dass das erste und zwar bei der Ellipse, die untere Grenze bei Minus b Wurzel und dann eine Ausdruck und die Oberwurzel der Grenze am Plus. Ich wollte einfach mal fragen, ob das jetzt quasi drastisch wäre, wenn die Grenze nicht vorstellt. Also man würde ja dann das Vorzeichen. Aber wie würde man erkennen, dass dann was jetzt oben oder so ist? Das ist jetzt tatsächlich eine Sache, wo wir uns dieses Ding hier vorstellen müssen. Da kommen wir irgendwie nicht drum rum. Wir wissen, dass wir im Prinzip diese Grenzen kriegen, indem wir das hier auflösen. Wir wissen auch schon, bevor wir anfangen zu rechnen, da wird es irgendwas hier oben und irgendwas hier unten geben. Weil so sieht das Bildchen ja aus. Das ist ja nicht mit, also wenn ich jetzt die Gleichung hier auflöse, dann muss so eine Fallunterscheidung entstehen. Und dann hilft nichts anderes, als das anzugucken und die Zuordnung zu machen, welches muss denn die obere und welches muss denn die untere Grenze sein. Und da die wirklich als Minus was Positives und Plus was Plus mal was Positives rauskommen, können wir es dann gleich zuordnen. Und wenn es uns jetzt wirklich ganz, ganz schwer fallen würde, das zuzuordnen und dann, so wie Sie gerade schon gesagt haben, das Schlimmste ja wäre, dass wir ein falsches Vorzeichen rauskriegen, dann könnten wir natürlich auch heimlich einfach mal irgendwie rechnen und wenn am Schluss als Ergebnis minus 12 rauskommt und wir wissen, wir haben den Flächeninhalt ausgerechnet, dann gehen wir nochmal zum Anfang zurück und sagen, okay, wir haben offensichtlich die Zuordnung obere und untere Grenze hier falsch gemacht, jetzt machen wir die umgekehrt, dann kommt am Schluss plus 12 raus und alles ist gut. Okay. Gut, also schöne Woche, Schluss hier für heute. Dankeschön.